Moinsen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, wo war ich stehen geblieben? Ich habe jetzt ein paar Tage pausiert, habe ein bisschen das Wetter genossen. Und ich würde sagen, wir waren bei... wir müssten jemandem draus helfen, das weiß ich noch. Für eine Einladung zu seinem Symposion trug Herakles Cassandra auf, einen Freund, den berühmten Künstler Paidias aus Athen, genau. Wir haben uns auch an der Türe als seine Freundin ausgegeben, als seine Schnalle. Und müssen jetzt helfen, aus Athen zu entkommen. Es ist echt blöd, wenn man echt ein paar Tage pausiert hat. So, Schleichangriff. Kommen wir hier unbemerkt raus? Ich muss mal gucken, wie die Steuerung wieder geht. Das ist so abartig, wenn du zu lange pausiert hast. Können wir uns nicht an der Tür? Doch, können wir doch. Triff Paidias bei Nacht am Hafen von Piraeus. Mein Gott. Piraeus. So, jetzt hab ich's. So, da. So, wir sind unbemerkt rausgekommen. Und ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen pausiert, weil ich mir das Spiel erst noch wiederholen musste. Ich hatte dieses Free Weekend von Ubisoft ausgenutzt und hatte mir dann dementsprechend das Spiel dann nochmal nachkaufen müssen. Ich habe mir extra die Gold-Edition geholt. Hier geht es momentan für ein paar kleine Euros zu kaufen. Und wenn ihr die Gold-Version kauft, bekommt ihr direkt den Season Pass dazu. Also sprich, ihr habt die DLCs dazu. Plus, ihr habt direkt die Remastered-Version von Assassin's Creed 3. Wofür ich vielleicht auch noch irgendwann vielleicht ein Let's Play machen werde. Bin mir aber noch nicht sicher, weil ich noch andere Projekte noch gerne machen möchte, weil noch ein paar neue Spiele jetzt rauskommen und ich erstmal noch die ersten Teile dazu spielen möchte. Wie gesagt, es ist eine kleine Empfehlung von mir. Weil es ist ja natürlich immer noch eine Sache, wenn man mir zum Beispiel zuschaut oder auch jemanden, überhaupt jemanden zuschaut oder man die Spiele auch selber spielt, keine Frage. Bei Nacht, können wir nachher noch die... Konnte man doch die Uhrzeit, konnte man ändern, ne? Konnte man nicht die Uhrzeit ändern? Ging das bei dem Spiel? Ne, ging nicht, ne? Aber bestimmt, wenn wir sobald wir ankommen, passiert alles automatisch. Was aber auch jetzt momentan kostenlos bei Ubisoft gibt, und zwar nicht das Assassin's Creed Spiel selber, also Odyssey, sondern man kann jetzt die Version runterladen umsonst, wo man die Geschichte von den alten Griechen, sag ich jetzt mal, eher erkundet. Ne? Man kann dann als Charakter da rumlaufen, kann sich dann verschiedene Sehenswürdigkeiten ansehen und kann sich auch beziehungsweise durchführen lassen zu gewissen Sachen und sich die Geschichte davon erzählen lassen. Wenn ich meditiere, so, ist Phidias vielleicht hier, wenn ich fertig bin. Halte, gedrückt um... guck mal, gedrückt halten. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht, meditieren. Also, dass wir die Uhrzeit rumkriegen. Ein Glück, du hast es geschafft. Ich war schon in Sorge. Ich sagte doch, ich bringe dich raus aus Athen. Das hast du. Kann man deinem Freund trauen? Teras und ich sind schon sehr lange befreundet. Ich gab ihm Bescheid, wo er uns treffen kann. Je länger wir warten, desto gefährlicher wird es. Segeln wir nach Seriphos, solange es noch geht. Ablegen! Ruderer, auf Position! Wo ist er auf Land ist?
Komm runter. Oh, so. Geschwindigkeit. Gehen wir mehr. Also. Ja, warum nicht? Achso, wir sind immer noch am Hafen. Ich dachte nicht, dass ich Athen einmal verlasse. Oh. Auch ich bin nicht meine Heimat. Gib Gummi. Kann ich mit dem Steuerkreuz auch die Lieder ändern? Vor. Huh? Ah, warte mal, okay, ja. Dann gehen wir mit voller Pulle rein. Yeah! Und wirf! So, der Schlacht, was wird sich entgehen? Und wir drehen ab! Ich ging mit dem Fässer, ich weiß es nicht mehr. Nix. Sollen wir jetzt noch? Kauabunga! Bund ist das da, seine Granaten stark! Lass mich als erstes rüber! Hallo! Oh, Scheiße, die geht nochmal blocken. Das war Rollen. Ich geh nochmal blocken. Ich hab vergessen, wie man blockt. Bald hier? Weg damit! Mal kurz gucken, wie wir nochmal blocken. Das war wegrollen. So. Das war springen. Das war schlagen. Das war eine schwere Attacke. Das können wir mal eben durchsuchen und mitnehmen. Au, oh, Schuppenkampfhandschuh. Das gucken wir uns gleich an. DW, das war's. Achso, da kann man sich ducken. Oh. So. Und weiter geht's. Nicht trödeln, machen. Ah ne, nicht quatschen machen heißt das, ne? Ah, die sollen wieder singen. Ah. Siehst du diesen Vulkan? Er ist ja nicht zu übersehen. Versagt an seinem Grund liegt ein Eingang in die Unterwelt. Und dann? Man betritt sie, indem man hineinspringt? Das ist Heldenmut. Ein tapferer Arkadier, den ich kannte, hatte dieselbe Idee. Und was wurde aus ihm? Die Hitze verwandelte ihn zu Asche, bevor er auch nur halb unten war. Ich schätze, einige Rätsel bleiben besser unerforscht. So, mal gucken gehen. Neugierig bin ich ja schon, ne? Ach komm, wir gehen mal gucken. So schnell es geht! Ach, langsam! Der Kapitän verlässt das Steuer! Wir gehen das uns mal angucken. Hallo!
Hoch da! Argolis, Geburtsort der Medizin. Ah, komm, ich muss einmal synchronisieren und ein Fragezeichen haben wir auch hier. Von daher ist das gar nicht mal so schlecht, dass wir mal schauen gehen. Na ja, genau, dann könnte ich auch Icarus vorschicken. Ah, wie das aussieht, wie richtig schön. Schwefel. Oh nein. Ich weiß nicht, wo wir da rauskommen. Ist ja gar nichts mehr, nur Nebel. Ah. Ah, cool. Oh, bei den Göttern ist es heiß hier. Jo. Stopp. Hephaistos scheint hungrig zu sein. Ich frage mich, ob das am Krieg liegt. Was ist denn da? Ist das eine Statue? Wie kommen wir denn da hin? Konnte man irgendwie da von wegspringen? Ah, wie ging das nochmal? Nein, nein, nein! Geh rein! Hoch! Alter! Scheiße! War irgendwie klar. Ah, wieso hab ich da losgelassen? Rolle, indem du X gedrückt hältst. Was sagt er mir jetzt? Nein. Ja, nur, was das? Ja, von der Uhrzeit passt das, ja. Ach, ich muss mir halt nochmal alles angucken. Jemand von der Wand. Man muss ja irgendwie da rüberkommen. Ach, hier sind wir. Vorwärts! Das ist ein gefährliches Gebiet. Still! Lass mal was hören! Ich dachte nicht, dass ich Athen einmal verlasse. Auch ich verließ meine Heimat. Ach, da hinten sitzt er. Vollgas! Hoffentlich lässt mich der Kult in Ruhe, jetzt da ich Athen verlassen habe. Na, ich lasse jetzt mal links liegen eben. Ja, wir sitzen da am Ufer. Oben Schützen! Haltet euch bereit! Ich würde gerne wieder gucken gehen. Komm, einmal versuchen wir es noch. Das war weg da, tschüss, hallo, ich bin noch vorbei, hallo, hallo. Ah, oh, hoppla, 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 hoppla. Wir sind halt schnell oben, schnell mal unten.
Also sollte man stirbt, ist die Region dann weg. Ja, ja, ja klar, ist ja ein anderer Speicherpunkt dann wieder. Das ist ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Wie er mit dem Mond da hinten aussieht, echt geil gemacht. Boah. Ach guck mal, hier sind wir schon. Also diese können wir mal eben kurz mit synchronisieren. Also früher war es mal so, überall wo man synchronisieren konnte, konnte man auch mal runterspringen. Man hat es meist überlebt. Ist auch hier der Fall. Hallo? Gehst du hoch? Oh, bei den Göttern ist es heiß hier. Siehst du da drüben? Da? Das ist ein Typ. Ach, hier kommen wir bestimmt drüber. Phaistos scheint hungrig zu sein. Ich frage mich, ob das am Krieg liegt. Warte mal, ducken. So. Anschleichen. Ich darf mich hier nicht länger als nötig aufhalten. Dumme Waffen schlagen, Schleichangriff. Oh. Ah, jetzt kommt der Typ. Alter. Die Ältesten der Anhänger des Arias sind schnell und tödlich. Sie kontern jeden deiner Angriffe. Nutze Fernangriffe. Oder mach dich bereit, häufig auszuweichen. Na gut, es war ein Versuch wert. Levelmäßig sind wir da noch nicht so überlegen, denke ich mal. Oder mit Fall und Bogen. Weil ich war ehrlich, ich hatte echt gedacht, ich könnte die irgendwie ins Feuer kicken oder so. Aber hat die so heftig. Ja, die hatten. Ich weiß, die hatten einen roten Totenkopf auf, drüber gehabt. Heißt die stärker als Icke. Ach, guck mal. Ich weiß nicht, ob ich denen gewachsen bin. Ja, warte mal. Wir haben nur hier so Special Moves hier. Oh. Hier brennt jetzt und jetzt? Oh, ich hatte die kommt drüber. Warte. Könntest du noch heilen? Die Pfeile fangen direkt an zu brennen, kann das sein? Warte mal ganz kurz, bevor ich jetzt da mich irgendwas hier verhaspel. Ah, wo war das? Option? War hier? Wo kann ich die Steuerung nochmal sehen, Mann? Hauptmenü. Einstellungen. Option. Tastenbelegung. Ach du Scheiße. Hocken. Parcours. Ausweichern. Ausweichen. Parieren. L und B zusammengedrückt halten. Oh, wie gut, dass ich nur PlayStation Controller gewohnt bin. Also die beiden müssen gedrückt halten. Ah, alles klar. Hab sie noch. Fang! Er nimmt ja gar keinen Schaden, die Olle. Oh.
für Sparta. Oh. Ich wollte jetzt einen auf 300 machen, aber das hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Nee, die ist vom Level noch so hoch. Kriege ich nicht gebacken, die alte. Oh nein! Oh Gott sei Dank. Also wegkicken hat auch nicht geklappt. Weißt du, so ein das ist Sparta und weg damit, weißt du? Die kriege ich nicht weg, die Alte. Ist ja nicht wahr. Hallo, ich hab doch die beiden Tasten. Weißt du was? Wir lassen die Alte sein. Oder wir laufen an der vorbei. Machen wir die Folge ein bisschen länger. Da ich jetzt ein bisschen gerade, nicht gerade der Story gerade wirklich hinterher verfolge, sondern ein bisschen gerade auf Erkundungstour bin. Wenn die mich sehen, bin ich so gut wie tot. Hier ist nix. Ach, die hat mich nicht gesehen. Vor allen Dingen, die scheinen ja auch nicht die Schlauesten zu sein. Oh, da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Geht's gleich nur um die Kiste? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte nur dich nur besuchen. Komm! Hallo, Tag, tschüss. Oh Gott. Oh, hier ist ein Höhleneingang. Wo ist mein Schiff? Da hinten ist mein Schiff. Ne, da müssen wir noch ein bisschen warten. Da sind wir noch ein bisschen zu schwach für. Aber man kann es ja mal versuchen. Hallo. Ah, danke. Zumindest können wir uns jetzt wieder abkühlen nach der ganzen Hitze da. Leute, da bin ich wieder. Bin ich geschlafen. Aufstehen. Wir übernehmen das Kommando. Die gute Linke und ab dafür. Wer jetzt blöd kommt, wird beschossen. Ja, gesünder. Jetzt muss ich mich ein bisschen erinnern. Also wir stammen vom Spartiaten ab. Ne? Wir haben Probleme mit den Athenern. Ja, ich komme so langsam wieder rein. Das ist ein nettes Schiff. Danke. Du musst das nicht tun. Was denn? Die Stille füllen. Oh, das wollte ich auch gar nicht wirklich. Es kommt nur nicht so oft vor, dass ich über das Meer reise. Ah. Kann befreiend sein. Ja, befreiend. Ja, das ist ganz gut.
lehn dich über die Reling, wenn es sein muss. Ansonsten wischst du es auf. Oh. Ist dir schlecht? Dreht sich dir der Magen auch so um wie mir? Du gewöhnst dich daran. Bald haben wir Seelenfuß erreicht. Was hat denn eigentlich nochmal? Interagieren? Ach, Kopfgelder. Man muss ein bisschen Kohle und alles noch holen. Also ein bisschen Kohle, ein bisschen XP holen können. Ah, hier, also hier können wir auch ein paar Aufträge sehen. Das ist gut. So, Jungs. Bis später. Beziehungsweise bis morgen. Ich habe noch nicht mal die Odyssee durchgespielt und ich freue mich jetzt schon auf Valhalla. Viele beschweren sich auch momentan, das ist nicht mehr Assassin's Creed, wie es früher war. Jein. Ich meine, es geht immer noch um die um die erste Zivilisation. Es gibt immer noch um den Animus. Also, ich sag mal so, halb halb. Achso, ich muss mit ihm. Ach, ich hab vergessen, mit ihm zu reden. Ich sag mal so, halb, halb. Es geht immer noch um Assassin's Creed, ja. Der Stil ist immer geblieben, klar. Nur es geht halt nicht mehr um Desmond, Miles. Ne, wie in den ersten drei Teilen. Aber mich persönlich stört das nicht. Ich meine, klar, man kann natürlich viele Sachen dementsprechend noch verändern und machen. Aber es bleibt immer noch ein Assassin's Creed, allein weil die Spielmechanik noch Assassin's Creed ist, weil es immer noch um den Animus geht und es gibt immer noch einen Templer und Assassinen. Deswegen frage ich mich, warum soll das nichts mehr mit Assassin's Creed zu tun haben? Ich verstehe die Leute nicht. Ich hoffe, Athen zu verlassen war das Richtige. Natürlich war es das. So bist du sicher. Ach ja? Sicherer als zuvor zumindest. Wenn der Kult dich nicht findet, kann er dich nicht töten. Ganz einfach. Solange sie mich nicht finden, ja. Aber wer weiß, wo sie sind, wer sie sind. Vielleicht fahren wir irgendwo hin, wo es noch gefährlicher ist. Vielleicht. Doch es ist deine beste Chance. Also nicht. Hey, warum schickt er mich denn erst von da nach da? Oder müssen wir mit dem Schiff rumfahren? Dass du wieder da bist, Kapitän. Auf geht's! Wisst ihr, was das Allerschlimmste ist, wenn man einen Let's Play aufnimmt? Wenn deine Frau unten sitzt und nach dem Brot verlangt. Mitten in der Folge. Oh ja, da ist ja die Anlaufstelle. Aber was tun wir nicht alles für die Frauen? Wir werden mal gleich die Folge beenden, so langsam. Und dann wird sie noch ein leckeres Brot kriegen. Anlegen. Bereit fürs Anlegen! So, jetzt Klappe. Ne, kann ich nicht. Ah, jetzt machen wir's. Okay. Schön, dich lebend und gesund zu sehen, Phidias. Wie auch dich, Teras. Wie du siehst, komme ich nicht allein. Ah ja, die gütige Heldin, die du in deinem Brief erwähnt hast. Brief? Ich wollte nur einen Sicherheitsring. Ich hatte es... Es heißt für mich selbst. Ne? Ich bin froh, dass ich ihn retten konnte. Und für diese Heldentat habe ich einige Informationen zu einem gewissen Brison, der Phidias vorzeitiges Ableben plante. Hoffentlich kannst du damit etwas anfangen. Kann ich. Bitte richte Perikles meinen Dank und meine Grüße aus. Und sei vorsichtig. Machen wir. Ich glaube, es schweben noch mehr Athener in Gefahr. Ach, er war Athener. Also haben wir ihm jetzt geholfen als Flucht aus Athen. Mhm.
Yeah, Level 12. Ready. So, wir gucken mal ganz kurz. Wir haben ein paar Klamotten gekriegt. Gucken wir mal, was wir ein bisschen besser ausrüsten können. Wir hatten doch hier so eine... Die hatte mehr Bonis, meine ich. 7% Kriegsschaden. Kriegerschaden und Gesundheit. Ja, ja. Was hatte ich denn von noch? Ja, ich hatte davon noch was gefunden. Was war das? Nee. Das ist ein Gaul. Bin ich gesteppert? Ich mach nichts Falsches. Nee, hab ich nicht mehr. Aber wir können einen Fertigkeitspunkt setzen. Das können wir noch machen. Weil sie die Fähigkeit zu, um sie zu nutzen. Ein Angriff mit einem einzelnen Schlag, der den ganzen Kraft von Leonie das Speer bündelt und im Kampf 60% Attentatsschaden anrichtet. Heißt, ich muss das aber dann auswechseln mit irgendwas. Und ich finde, das, was wir schon haben, das war die Heilung. Das war... Ach, da können wir einmal... Ring des K. Okay. Damit können wir Schildbrechen machen. Das würde ich gerne lassen. Das ist. Betreten würde ich auch gerne lassen. Das ist in manchen Sachen sehr sinnig. Ich würde sagen, wir machen mal, dass wir mehr Heilung machen können. Und damit würde ich sagen, beende ich jetzt mal ganz schnell die Folge, weil. Bevor wir da unten verhungert und ihr wisst ja, bei schwangeren Frauen. Wenn da nicht alles so läuft, wie es läuft, ne, dann verhungern sie endlich. Das werden wir schon alles hinkriegen, so. Ansonsten hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Wenn du Männer sehen möchtest und nichts mehr verpassen möchtest, lass ein Abo da, aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. So, und jetzt ganz schnell durch die Stulle machen. Tschaußen!